Und damit begrüße ich euch, liebe YouTube-Freunde, euer Outlas am Start mit einem, ihr seht es hier bereits, exklusiven Einblick zur Closed-Beta-Version GT Sport, also Gran Turismo Sport. Und wenn sie dann mal lief, dann lief sie auch. Ich möchte euch einfach nur hier kurz nochmal durch das Menü geleiten und dann bekommt ihr natürlich auch volle drei Strecken hier mit den verschiedensten Racing-Cars zu sehen. Und ja, ihr seht schon, die sind sehr detailgetreu im 1:1 Zustand hier aus der PlayStation 4 Pro Version. Also das sieht wirklich schon klasse aus hier in dem Showroom. Und wer mehr Autos hier in diesem Showroom sehen möchte, schaut bitte noch mal kurz bei mir in die Playlist rein. Ich habe dort natürlich schon ein Video hochgeladen mit ungefähr 10 oder 15 Autos drin, die ihr dann hier auch wirklich komplett bewundern könnt. Ja, gehen wir kurz drauf ein. Was gab es jetzt hier in der Closed Beta zu spielen? Die Codes waren heiß begehrt, die Anmeldephase begann aber schon 2016. Also ich befürchte fast, also ich habe die Foren mal verfolgt und auch bei meinen Comments hier auf der, bei meinen Videos hier auf der PlayStation die Comments gelesen. Also viele haben keinen Code bekommen. Das tut mir natürlich leid, aber ja, so viel habt ihr in Anführungsstrichen dann auch noch nicht verpasst. Denn es gab nämlich nur in Anführungsstrichen drei Strecken und ihr seht es hier, was ist das denn, 17, 18, 19, ist nicht die Tageszeiten, nein, das waren die Daily Events. Das bedeutet, ihr konntet nur um 17, 18, 19 Uhr online gegen andere Leute fahren. Ansonsten musstet ihr, wie gesagt, Glück haben, dass die Server halt on waren und dann konntet ihr wenigstens ganz normal, klassisch die Qualifikationsrennen fahren, in der ihr halt aber ein Handicap natürlich drauf bekommen habt. Das bedeutet, kein Topspeed, mehr Gewicht und dadurch konntet ihr in dem Qualifikationsrennen natürlich jetzt nicht so die Topzeits fahren, die ihr natürlich im Rennen fahrt, denn diese Zeit, die ihr hier offline, also alleine qualifikationsmäßig fahrt, wurde angerechnet im Online-Modus. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Daily Event hätte und ich klicke hier drauf, würde diese Zeit mit allen Fahrern verglichen werden und dementsprechend würde ich natürlich meine Startplatzposition bekommen. Das Ganze also ist davor, haben sie gut gemacht, finde ich. Es muss online eine Bestzeit gefahren werden, die dann auch mir den Startplatz 1, 2, 3 sichert. Natürlich kann ich versuchen, hier schon qualifikationsmäßig das Beste, Entschuldigung, das Beste rauszuholen, aber wie gesagt, es gab ein Handicap, dieses BOP. So, und ja, das war es dann eigentlich schon. Drei Strecken mit drei unterschiedlichen Autoklassen und die durfte man jeweils eine Stunde im Online-Modi testen. Also von 17 Uhr bis 18 Uhr gab es die Fahrzeugklasse GR4. Dort hatte man von Anfang an den Mercedes. Dann von 18 bis 19 Uhr die Fahrzeugklasse M300. Dort hatte man von Anfang an den TTS. Und dann auf dieser Strecke, auf dem Rundkurs, die schnellsten Autos halt, die es zurzeit gab. Hier hatte man den Toyota von Anfang an. Hier habe ich das Event tatsächlich gewonnen, den Daily Event bei meinem einen Rennen und habe einen Ford Mustang dazu bekommen. Das war es eigentlich auch schon, in Anführungsstrichen. Also wer sich damit natürlich richtig lange beschäftigen möchte, konnte das tun, aber leider nur offline, also gegen seine andere Zeit. Online nur zu den bestimmten Zeiten. Ja, dann gehen wir nochmal kurz auf die Garage drauf ein. Dann zeige ich euch hier nochmal die Autos und dann bekommt ihr auch hier diese drei oder vielleicht vier, ich muss mal schauen, PKWs natürlich jetzt in-game dann auch zu sehen. Bedeutet, ich habe für euch, werde für euch die Runden so fahren, drei Stück an der Zahl einfach in diesem Qualifikationsmodus. Eine komplett Cockpit-Ansicht, eine Motorhauben-Ansicht und eine komplett vom Fahrzeug. Damit ihr es gesehen habt, dann werde ich noch eine Wiederholungsrunde dazu packen, denn dann könnt ihr selber mal vergleichen. Die Grafik in der Wiederholung sieht natürlich schon richtig knackig gut aus, also fotorealistisch. Im Rennen selbst, finde ich, ist das Auto Bombe, aber die Umgebung könnte ein Tick besser sein. Ich scroll jetzt hier nochmal runter, ihr kennt das, das sind die ganzen Einstellungen, gewichtsmäßig, federungsmäßig, motormäßig, die ihr vornehmen könnt, GT-mäßig, also vom Autotunen her, Federhard, Reifenwahl, Traktionskontrolle und so weiter. Das könnt ihr dann alles im fertigen Spiel dann ganz entspannt euch einstellen. Ja, das soll es dann auch eigentlich schon gewesen sein. Wir nehmen mal hier den Ford nochmal. Dann können wir nochmal hier in dem Showroom gucken.
So, da steht er dann. Also ich bin mal gespannt. Ich werde das Spiel natürlich dann jetzt nochmal die Tage verfolgen, zu den einzelnen Online-Events versuchen, da zu sein und natürlich auch versuchen, Rennen zu gewinnen oder die entsprechende Voraussetzung, ich sag mal, Rennquest, nenne ich es jetzt mal, zu erfüllen. Das bedeutet also bestimmte Kilometeranzahl zu fahren, nicht zu oft von der Strecke zu kommen, keine Rempler zu machen und so weiter. Denn dann werdet ihr auch zusätzlich nochmal mit einem PKW belohnt. So, das soll es von mir auch schon gewesen sein. Das so viel zu dieser Gran Turismo Sport Closed Beta. Jetzt noch nicht so umfangreich, aber für eine Closed Beta schon völlig okay. Man hat schon mal einen ersten Eindruck bekommen. Das Spiel braucht definitiv noch Entwicklungszeit. Das nimmt sich Sony auch raus. Das kennt man von der GT-Reihe. Wie gesagt, die Autos klasse, wirklich. Aber streckenmäßig muss noch einiges getan werden, denn jetzt auch mit der PlayStation 4 Pro, mit der neuen Power, da ist definitiv mehr drin, wie ich finde. Schreibt doch sonst einfach mal in den Comments hier unter das Video rein, wie ihr es zurzeit findet. Vielleicht habt ihr es ja auch selber spielen dürfen, so wie ich. Dann freue ich mich natürlich dort auch über einen Kommentar. Ansonsten Like und Abo immer gern gesehen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Euer Udler.
Thank you.
Thank you.
Thank you.